Guten Morgen. Aus Kambodscha? Tap well. Da hinten liegt Cap hier so ganz grob die Richtung und da werden wir nachher mal mit dem Roller hinfahren. Die Region ist natürlich auch touristisch ziemlich erschlossen, aber wir mischen uns mal unters Fußvolk und fahren mal rein Richtung City. Ich muss sagen, mit dem Roller hier durchfahren entschleunigt total. Also ich fahre ja auch ein paar verschiedene Motorräder, immer auf der Rennstrecke. Udo, du fährst auch Rennstrecke, ne? Ja, auf der Rennstrecke fahre ich eine GSX-R 750 K5. Ja. Privat fahre ich eine Hypermotard. Und hier in Kambodscha machen die Roller, die wir hier fahren, machen total Laune. Jetzt sagen ja alle, wieso macht ihr die Nummer mit dem Roller? Aber ich finde, mit dem Roller kann man eigentlich ganz gut vorankommen und man ist so auf Augenhöhe, oder? Mit den Leuten. Richtig. Absolut. Also die anderen Mopeds würden da bei den Straßenverhältnissen eigentlich weniger Sinn machen. Mal genau. Abgesehen davon, wenn wir einen Ausfall hätten, an irgendwelche Teile zu kommen oder die irgendwie reparieren zu können. Genau, sicher wäre es ja, dass diese Fahrzeuge repariert werden. Nur wann? Wenn du nämlich 2 Wochen Zeit hast, dann kannst du direkt mal eine Woche nachbuchen, bis das Fahrzeug wieder geht oder so. Ne? Und jede Bude repariert dir die Dinger. Ne? Das ist halt auch geil. Also von daher, Roller taugen hier. Was war bisher jetzt dein krassestes Erlebnis, wo du hier lang gefahren bist? Irgendwie eine Kuh oder so gekreuzt? Ja, wenn eine Kuh dann fast vom Roller haut, da geht die Pumpe schon Wie ganz ordentlich. Wie knapp war das? Oh, war ziemlich knapp. 10 cm vielleicht. Das echt? Scheiße. War schon knapp, ja. Okay. Bei dir? Mit den LKWs bzw. Bussen mal eben von der Straße runterfahren auf diesen Dreck da und dann wieder zurück. Das war schon krass. Ja, müssen wir ganz schön Arsch zusammenkneifen. Bei dir irgendwelche lustigen Situationen? Nee, haarsträubende Situationen bin ich bis jetzt verschont geblieben. Ansonsten ja, muss ich mal sagen. Auf Holz klopfen. Genau. Ansonsten, alles. Die Eindrücke, die du sammelst am Straßenrand, es wuselt überall, du hast so viele Eindrücke. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt sammeln wir ja richtig schön Kohle ein. Wir haben jetzt knapp 50.000 Euro schon eingefahren. Das ist schon eine krasse Nummer, oder? Das ist richtig stark. Also ja, über 50.000 Euro ist Wahnsinn. Unglaublich. Und wenn man auch sieht, was hier passiert, oder, mit der Kohle? Absolut. Wenn man wirklich sieht, wo das Geld hingeht, in welche Projekte, ist schon wirklich eine gute Sache, was wir hier machen. Auf jeden Fall. Drum müssen wir weiterfahren. Richtig. Also wir fahren jetzt weiter. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ist das geil! Oh Gott, und wir werden wieder nass! Wir sind schon Weicheier! Ja. Scheiße! Also, liebe Freunde, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ich hätte gesagt, damit kann man auch in den Pool gehen. Da wird man schon mal nicht nass. Also, wir machen mal los. Geil. So Leute, das war's auch schon wieder für heute. Ich hätte mal gesagt, Tschüssikowski, macht es gut. Hier abonnieren und da unten geht's zum nächsten Video. Also, ich schwimme heute, ne? Tschüss. Tschüss.